Es ist Anfang Dezember und wir sind auf der Rückreise von Spanien und jetzt in Frankreich und fahren im Moment den Stellplatz in Champs an. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, wo liegt Champs? Champs liegt an der N57 südlich von Nancy. Wir nutzen diesen Platz, wenn wir aus Richtung Süden kommen und Richtung Heimat fahren oder auch umgekehrt, wenn wir in Richtung Süden fahren, liegt der verkehrsgünstig an der N57, einer vierspurigen Strecke. Es ist eine mautfreie Strecke, die ich ja sonst auch schon beschrieben habe, die von dem Vogelpark nördlich von Lyon dann bis nach in Champs hinführt. Jetzt noch ein Hinweis zur direkten Anfahrt des Stellplatzes in Champs. Wenn man von der N57 kommt, am Kreisverkehr nicht rechts in die Stadt abbiegen, sondern links halten und man umfährt die Strecke dieser blauen Strecke folgen und man kommt direkt zum Stellplatz. Die Zufahrt ist etwas versteckt. Hier vor diesem historischen Gebäude geht es links rein, dann nur noch wenige Meter und dann gleich wieder rechts. Und dann sind wir auch schon fast da auf dem Stellplatz. Dann kommen wir an die automatische Schrankenanlage. Das kennen wir ja schon, haben wir ja häufiger in Frankreich. Habe ich auch schon in einem meiner anderen Videos erklärt, aber ich zeige es hier auch gerne nochmal. Wichtig ist, dass man bis vor die Schranke fährt, da eine Induktionsschleife vorne in der Straße liegt, sonst erkennt man nicht das Fahrzeug. Man sieht sich hier ein Ticket mit der Kreditkarte. Man hat hier ein deutsches Menü, wo man durchgeführt wird. Das ist wichtig, dass man das in Ruhe durchliest. Und dann braucht man am Ende noch etwas Geduld, bis das Ticket dann endlich ausgedruckt wird. Also da nicht die Nerven verlieren, einfach in Ruhe abwarten, dann geht's dann los. Vielleicht der Hinweis noch, immer wenn man reinfährt, ist man Neukunde. Nur wenn man schon länger auf dem Platz steht, dann ist man bestehender Kunde. Das nochmal als Hinweis. Gedulden Sie sich bitte. Das Ticket, was jetzt ausgedruckt wird, das ist wichtig. Da steht ein Code drauf, den braucht man, wenn man den Platz wieder verlassen will. Der Stellplatz liegt an einem Nebenarm der Mosel und ist an einem kleinen Hafen angegliedert. Jetzt im Winter sind die Plätze auf dem Rasenteil gesperrt, da der Boden zu weich ist. So muss man sich einen Platz auf dem Asphalt aussuchen, aber wir fahren erstmal auf die Entsorgung. Das Gute an diesem Platz ist, dass die End- und Versorgung auch im Winter geöffnet ist und man hier auch Frischwasser zapfen kann, denn die Zapfstelle ist frostsicher eingerichtet. Diese Zapfstelle wird überwiegend im Winter nur genutzt und man kann keinen Schlauch anschließen, man muss also mit der Kanne das Mobil dann mit Frischwasser befüllen. Man dreht an einem Rad bis zum Anschlag, hält es dann fest und dann fängt die Pumpe an zu pumpen und es läuft Wasser. Unterhalb des Hahns ist eine Gewindestange angebracht, damit keiner die Toilettenkassette darunter halten kann. Nachdem wir nun ausreichend Wasser getankt hatten und entsorgt hatten, haben wir uns mit in die Reihe eingereiht und hatten einen Stellplatz direkt auch auf dem Asphalt, denn im Winter kann die Rasenfläche nicht genutzt werden. Strom gibt es auch, kann man sich so anschließen, ist im Preis enthalten. In der Zufahrt des Stellplatzes gibt es hier eine Brücke, die den Nebenarm der Mosel oder Kanal überquert. Auf der herrscht am Tage reger Verkehr, aber in der Nacht war es recht ruhig. Über eine Treppe kommt man direkt auf die Brücke. Hier kann man entweder nach links oder nach rechts jeweils in die Stadt Champs gehen. Von der Brücke aus hat man dann nochmal einen Blick auf den Stellplatz. Das ist keine Durchgangsstraße, sondern eine Sackgasse. Hinten am Ende ist ein Wendeplatz, so es kein Problem gibt, auch dort wieder wegzufahren. Neben dem Fluss oder Kanal gibt es auch einen Fuß- und Fahrradweg. Hier kann man mit dem Hund Gassi gehen oder spazieren gehen. Jetzt noch ein Blick zur anderen Seite. Dort haben zwei Schiffe festgemacht. Weiß nicht, ob die noch bewegt werden, aber ich weiß so viel, sie liegen schon etwas länger dort. Die Stadt ist fußläufig schnell zu erreichen. Dort gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars. Jetzt im Winter ist die Stadt vielleicht nicht ganz so interessant, da jetzt keine Straßencafés geöffnet haben,
aber im Sommer, denke ich, wird das anders sein. Schams ist ja eher eine kleine Stadt mit etwa 5000 Einwohnern und liegt ja rechts und links neben der Mosel. Für uns geht es am nächsten Tag weiter. Wir haben diesen Platz nur als Etappenplatz genutzt und weil er verkehrsgünstig liegt und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Jetzt geht's zur Ausfahrt und damit zur automatischen Schrankenanlage. Rita läuft schon mal vor. Jetzt ist es wichtig, dass man das Ticket dabei hat. Auf diesem Ticket steht ja der Code, den braucht man ja, um die Schranke wieder zu öffnen. Auch bei der Ausfahrt wichtig, bis vor die Schranke fahren, damit die Induktionsschleife das Fahrzeug erkennt und dann den Code entsprechend in die Tastatur eintippen und dann öffnet sich die Schranke und man kann rausfahren. Ja, das war's im Prinzip. Jetzt vielleicht noch der Hinweis auf meine Internetseite. Ihr findet mich ja auch, wer es noch nicht weiß, unter www.hako-video.de im Internet. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.